Sensationell. Also ich glaube, wenn etwas verdient hat, dann ihr. Joshua, wo bist du? Da. Dann schreit ihr an. Nein, keine Ahnung. Also, ich gratuliere euch, Jungs. Aber helfen dem Löffel. Ja! Okay, Gela. Okay, Gela, kommt! Hombre! Jeder nimmt den Pokal, die sie machen Kolonnen, da kann jeder schnell Grüezi sagen mit dem Pokal, da kann man schnell eine Fotos machen. Mit dem einen oder anderen habe ich schon mal geredet. Mit den anderen gehören das erste Mal. Ich hoffe, ihr erlebt das in 20 Jahren nochmal mit euch Fußballer und frage euch dann, wer ist euch der beste Trainer gewesen? Und ihr behauptet das jetzt schon? Erinnert euch zurück an heute, was ihr für einen Trainer gehabt habt. Heute, ich sage, ich kenne Reto seit 30 Jahren. Wir shooten zusammen seit 30 Jahren. Ich glaube,
Lieber ein Typ findet ihr nie. Popti. Ein besserer Fußballer werdet ihr auch als Trainer nie mehr haben. Ihr werdet nie mehr so einen Fachmann haben, Popti, als der Eto. Darum habe ich hier gefunden, der Eto muss ein neues Andenken haben. Trainer des Jahres. Und eins muss man auch noch sehen. Mein Bub schaut auch beim Reto. Ein paar andere schauten auch beim Reto. Es ist nicht selbstverständlich, was der mit diesen Jungs anstellt. Und ich glaube, wenn ich den hier abgebe, dann ist der besser aufgehoben als bei mir selber. Und darum muss ich sagen, es ist sensationell. Darum haben alle Eltern, die da sind, es sind sehr, sehr viele da gewesen, unterschrieben. Und wir alle zusammen danken am Reto, was er mit unseren Bielen hier angestellt hat. Es ist sensationell. Also Reto, wir danken dir. Und dann schlägt sie ein. Wenn sie nicht auf, muss er die Schöne sich verzichten. Und trinkst einfach das Fläschchen Wein mit deiner Frau. Mal. Okay. Merci vielmals für die Lob. Aber ich sage es gerade vorweg, bei mir ist der Star immer Mannschaft. Und das sind dir, liebe Giele, die Junioren, die komplette Mannschaft, ihr wisst, ich habe das schon 100 Mal gesagt, schon 200 Mal gesagt, dann sagen sie jedem Match wieder, es braucht es von Nummer 1 bis zum letzten, braucht es immer alle. Wir haben es heute gesehen, wir haben es die ganze Saison gesehen. Es war ein Erfolg durch das harte Arbeiten, durch das gute Trainieren. Zwischendurch haben wir mal einen kleinen Aussetzer gehabt, aber ein riesen Dank gebührt den Eltern, von dieser Mannschaft, den Eltern und Angehörigen und Anverwandten. Ich habe das unheimliche Glück, in jedem Auswärtsmatch zum Beispiel, habe ich sogar alleine fahren können. Ich konnte sogar mitfahren. Wir waren immer 5 bis 6 Autos. Und da danke ich allen Eltern, die die Mannschaft und die Jungen so gut unterstützen. Da sage ich besten, besten Dank. Ein grosser Teil vom Erfolg gehört auch euch. So, und jetzt hoffe ich, dass wir noch ein bisschen zusammen feiern. Ich habe mit der Maggie schon abgemacht, dass wir heute oben, weil wir alles ein bisschen familiär ist und so, dass wir ein bisschen vergünstigte Angebote bekommen. Ich hoffe, ihr profitiert auch alle davon. Ich sage euch allen noch einmal, besten, besten Dank. Was jetzt da war, ist ein Schritt, ein riesengroßer Schritt. Es geht nächste Saison geht es genau gleich weiter. Vielleicht nicht mit diesen Erfolg. Da müssen wir vielleicht anderthalb Jahre warten. Da geht's wieder. Okay, besten, besten Dank. Merci vielmals. Merci für die Überraschung. Nach Hause gehen.